Hallo, heute mache ich mal ein Video zum Thema EDC, der Arbeit, also kein privates, sondern das von der Arbeit. Und ich fange zuerst wieder hier mit meinem Arbeitsgürtel an. Das ist ein sogenannter Pistolengürtel, den schwingt man sich so um den Bauch. Den benutze ich übrigens auch fürs Bushcraften und habe dann mein Messer da dran. Ich mag das nicht, wenn es am normalen Gürtel dran ist. Also diese Tasche, das ist eine Scanner-Tasche. Und dieser Scanner von Motorola, der kostet 1.500 Euro. Normalerweise habe ich an diesem Gürtel, das habe ich jetzt eben abgemacht, ich muss die Aufnahme zum zweiten Mal machen, weil die erste nichts geworden ist, habe ich ein Maxpedition M1, glaube ich, ist das. Mit einem einfachen Multitool von Obi. Ich würde die ganze Zeit eine Weste rum, macht mich ganz nervös. Ich habe leichte Allergie gegen diese Stiche von den Viechern. Also normales Multitool. Das Duo Logic 2. Mit rausnehmbarer Taschenlampe und einem kleinen Feuerstahl. Einer kleinen Alu-Taschenlampe von Müller, die habe ich noch nicht bearbeitet, die habe ich erst, glaube ich, 2 Tage. Da kommt noch ein bisschen Klebeband drumherum, damit wenn ich ihn in den Mund nehme, ich auf das Alu beiße. Schmeckt nämlich nicht sonderlich gut, ist auch nicht gut für die Zähne. Dann habe ich hier einen Tactical Pen. Gute Überzeugungshilfe, falls mal einer nachts einem an den Kragen will, wenn man irgendwo alleine abladen muss. Da ich nachts mit dem LKW zum LKW fahren lassen, oder radle vielmehr, das ist 1 Kilometer. Ich mache einfach was anderes. Ich nehme mal mein Jabra Bluetooth Headset raus. Das ist Standard bei mir schon, bevor es Pflicht wurde, dass man mit einem Headset telefoniert, beziehungsweise nicht mehr mit dem Telefon am Ohr oder in der Hand fahren darf. Das ist mein Samsung Galaxy Note 2. Schönes Spielzeug übrigens. So, also diese Taschenlampe. Stirnlampe für, ich glaube, 2,99 oder 3,99 von Lidl. Da habe ich dann hinten, weil ich mag das nicht so gerne, Licht am Fahrrad zu haben, das wird einem eh nur geklaut. Ich setze die also hinten auf. Wie man sieht, habe ich hier hinten ein kleines Rücklicht. Aber man sieht es jetzt wahrscheinlich eher schlecht. Und aus. Meine Rider Gloves, 20 Euro bei Truman's in Köln. Benutze ich für, was ist das nochmal für eine Größe? Ich glaube 3XL, obwohl ich nicht so große Hände habe. Die benutze ich, um mein Tiefkühl abzuladen, weil die Rollis sind auf minus 25 Grad Celsius runtergekühlt. Und es tut verdammt weh, wenn man die mit bloßen Händen anfasst. Also 2 Jahre schon alt, leichte Gebrauchsspuren, das werde ich demnächst mal nähen. Schon wieder der Drecksvieh. Werde ich demnächst mal nehmen. So, dann kommen wir zu meinem Maxpedition Fatty, dem USA-Patch. Wenn mein Vater Amerikaner ist. Hier vorne in der kleinen Tasche. Ist eine selbstgebastelte Hülle aus Duct Tape und Elektro-Tape mit einer kleinen Lupe. Das Ding nenne ich übrigens scherzhafterweise mein Arbeits-Deadlift-Täschchen.
So, hier drin sind zwei große, fällt's mir nicht ein. Büroklammern, ein Leuchtstab, schwarze und blaue, Tintenroller, einen normalen Kuli, Killer mit Tintenkiller mit Korrigierspitze zum Schleifen meiner Arbeitsmesser oder zum Schleifen meiner Arbeitsmesser. Den Diamantschleifer von, oder Diamantstall vom Lidl für, ich glaube, 1,99 oder 2,99. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher. Und dann noch Platz drin war an dieser Stelle ein roter Edding. Hier hinten drin ist ein Garmin Mivi. Und ja, ein Fingernagelknipser. Dann habe ich hier, auch aus dem Obi, eine kleine Taschenlampe, umwickelt mit Elektro-Tape, falls ich die Hände frei haben muss. Einen faltbaren Göffel aus Titan. Multitool vom Aldi, das hat mal 10 Euro gekostet, leider ohne Feder, aber sehr nützlich, hat einige Funktionen bei. Mach's da mal kurz auf. Das soll wohl Schraubenzieher darstellen oder was auch immer. Ein kleiner Kreuzschlitz, ein Dosenöffner. Und da kommen wir dazu, weswegen ich mir das eigentlich gekauft hatte. Damit, das hier kommt da drauf und dann kann man die Schraubbits einfach aufsetzen. Und entweder schraubt man dann so wie mit einem normalen Schraubenzieher. Oder wenn es ein bisschen schwieriger ist, dreht man es so und hat etwas mehr Hebelwirkung. Ja? Ich habe es eigentlich auch schon sehr oft gebraucht. Ne? Also an so einem LKW geht fast täglich mal was kaputt. Nochmal eine kleine Taschenlampe als Backup, ein Feuerzeug. Das mag jetzt saudumm aussehen, aber, also saudumm von der Farbe her. Das hier ist eine faltbare Reisezahnbürste. Leider gab es hier nicht eine andere Farbe, aber ist egal, sie tut den Zweck. Pardon, einen ergonomischen Griff und einmal Sensodyne, weil ich mag es nicht nach der Arbeit oder wenn ich unterwegs was gegessen habe, dann mit ungeputzten Zähnen durch die Gegend fahren. Dann habe ich noch ein kleines Einhandmesser. Noch hier ein kleines Taschenmesser, hat 1 Euro gekostet und der Platz war da, also kam es damit rein. Dann habe ich hinten in der Tasche ein paar Kabelbinder, diverse Pflastersorten. Und Desinfektionstücher. Habe ich ja ganz vergessen. Mit einer selbst gebastelten Hülle aus Ducktape. Etliche Zahnstocher mit Zahnseide.
Die muss natürlich wieder damit rein. Hier oben drin habe ich neben Triprostat C und Laktosetabletten, weil ich habe eine Laktoseintoleranz, etwas für Leute, die so wie ich schon mal an einer leichten Unterzuckerung leiden. Und zwar ist das hier ein Energiestart, Koffein und Taurin und B-Vitamine Komplex oder Konzentrat. Manchmal nicht verkehrt, wenn man das dabei hat. Normalerweise, jetzt habe ich es vorher schon ausgepackt, habe ich hier oben in dieser Tasche, und diese Tasche, die hängt direkt rechts oben in Griffhöhe an einem Haken befestigt, die kann also nicht runterfallen, ein kleines Rettungsmesser, kein Einhandmesser, aber es lässt sich in der Not auch mit einer Hand aufmachen, mit einem Gurtschneider und einem Dorn, um Glas einzuschlagen. Und das kam aus einer Geschichte heraus, dass ich mir das gekauft habe und immer dabei habe. Da gab es mal einen Fahrer, der war 5 Wochen krank und hatte nach der Krankheit, haben sie ihm den LKW abgenommen und die Tour abgenommen, haben ihn in einen fremden LKW gesetzt und eine fremde Tour gegeben. Und er ist, der war halt in Eile, hat sein Navi angeschaltet und fährt nach der Anweisung vom Navi in Richtung Rhein runter. Da war die Fähre als Brücke ausgeschildert und fährt mitten in den Rhein rein und säuft ab, kommt nicht mehr aus dem Auto raus, weil der Druck, man konnte die Tür nicht mehr öffnen. Dadurch, dass der LKW schon im Wasser war, war die Stromzufuhr unterbrochen. Der kam also nicht mehr raus, das Wasser kam durch die Lüftungsschächte und der Typ ist elendiglich in seinem LKW ersoffen. Und das soll mir nicht passieren. Natürlich will ich auch nicht in den Rhein fahren. Oder in die Mosel oder was es sonst noch so gibt. Dann habe ich zusätzlich nochmal eine Deutschlandkarte vom ADAC. Die gibt es umsonst für ADAC-Mitglieder. Und dann etwas, das gehört wie dieser Tactical Pen dazu. Wenn man schon mal nachts irgendwo abgeladen hat, ganz alleine und es ist dunkel, und plötzlich steht jemand auf der Ladefläche und fragt dich nach Kleingeld. So hat er sich damals ausgedrückt. Das ist immer sinnvoll, dafür habe ich das dann beim Abladen hier in meiner Hosentasche, in der Cargo-Tasche, ein Starkstromkabel. Und das ist eine verdammt gute Überzeugungsmöglichkeit, jemanden zu sagen, lass mich in Ruhe. Und dann hatte ich, was habe ich denn da gesehen? Meine Freundin, die hat gestern noch gesagt, als sie mir die Tasche gepackt hat, guck morgen mal in all deinen Taschen nach, da müsste was drin sein, was dir nicht gehört oder nicht, was du noch nicht drin hast, irgendwas, jetzt weiß ich, was es war. Die kleine verrückte Maus hat mir ein Mora 510 Black von der Firma HKGT in die Tasche gepackt. Wahnsinnsweib. So, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich über Kommentare freuen, Bewertungen. Und wenn ihr mögt, drückt auf den Abonnieren-Knopf. Bis die Tage. Tschüss.